Du hast ein leeres Blatt vor dir liegen, so wie ich jetzt, und weißt nicht, was du malen sollst. Naja, ich habe in diesen Videos, in diesem Video einen Tipp für dich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Oft stellt sich die Frage, was man nur malen soll. Und ich höre ab und zu werde ich gefragt, ja, wie kommen dir denn die Ideen? Und bei mir ist es halt so, dass die Ideen im Prozess kommen. Also ich folge dem Flow. Und heute möchte ich mit euch einfach was ganz Lockeres malen, was Abstraktes. Und ich weiß es eigentlich selber noch nicht genau. Ich möchte nur diesen Marker, wollte ich nachher noch probieren. Also ich möchte heute irgendwas Abstraktes, wie gesagt, machen. Und dann noch ein paar Doodle-Einheiten. Und wenn ihr einfach keinen Plan habt, was ihr machen sollt, dann beginnt es einfach. Macht einfach mal ein paar Sachen aus Papier und schaut, was passiert. Das mache ich nämlich jetzt auch. Einfach drauf los. Und es darf fließen. Einfach drauf los und nachher schauen wir dann, was daraus geworden ist. Okay, das war jetzt die falsche Farbe, aber egal. So. Die da wollte ich ja. Ihr könnt es einfach mal drauf los, was drauf klatschen, was euch gerade in den Sinn kommt. Jetzt nehme ich noch und dann auch mal die Grünen wieder und mache da einfach so ein paar Sachen. Und genau, einfach mal drauf los. Finde ich total schön, diese Grünen hier. Man kann auch so Kreise machen hier. Machst, also es kommt dann eh. Es ist, manchmal ist es so, dass man vor einem leeren Blatt sitzt und sich denkt, okay, ich weiß nicht, was ich malen soll. Und dann, ja, dann eignet sich sowas, finde ich, ganz gut. So einfach ein paar Sachen, Kreise und so weiter. Dann können wir noch ein neues Board machen. Also hier, nicht Board, sondern so noch was hier daneben. Die Grün hat es mir heute angetan. Hier habe ich mir schon ein paar Farben gemischt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So ein bisschen hellere Grün. Und genau. Einfach, was fließen möchte, kommt. Da gibt es wie immer kein richtig und kein falsch. Ihr könnt es machen, was ihr wollt. So. Ganz intuitiv entsteht dieses Bild, so wie all meine Bilder. Und aha. Seht ihr? Also das habe ich auch vorher nicht geplant. So eine Spirale entsteht da jetzt. Dann kann man vielleicht hier unten noch was machen. Was auch cool ist, man nimmt nur Wasser. Und dann geht man ein bisschen mehr Pigment hinein und dann entstehen solche coolen Sachen. Ich liebe das. Schaut so mega aus. Das ist schon ein bisschen trockener, deswegen verrinnt das nicht so ganz, aber auch natürlich. Und genau. So. Da kann man noch ein bisschen mit Grün was machen. Oder nehmen wir Gelb und tun ein bisschen in das hier hinein. So. Das darf sich ruhig vermengen. Okay. Ich würde sagen, fürs Erste, damit ich noch ein bisschen blau. Cool. Okay. So. Okay, ein bisschen mache ich das noch. Diese Farbe ist ja der Hammer. Die ist
ist wunderschön, die muss ich noch weiter einbauen. Das ist ja wunderschön, diese Farbe. Seht ihr, im Prozess entsteht dann was ganz Tolles. Und es macht mir so viel Freude. Und ja, ich finde meine Kunst schon schön, sonst würde ich sie nicht machen. Ich finde es auch wichtig, dass man seine eigene Kunst wertschätzt, weil das ist was ganz Besonderes, was wir da jeder für sich aufs Papier bringen. So. Okay. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt trocknen. Ich finde natürlich immer noch irgendwo was, was ich noch machen möchte. Okay, aber ich lasse es jetzt gut sein. Das lassen wir trocknen und dann sehen wir uns gleich wieder. Unser Bild ist jetzt soweit getrocknet. Jetzt können wir. Und zwar habe ich hier einige Stifte, beziehungsweise ja, solche Stifte gefunden bei meinen Eltern. Ich habe auch noch Gold und noch eine Silber und eine Weiß, noch eine Schwarze und so. Ich muss nur aufpassen, dass ich die nicht vermische. Ich glaube, da muss man schütteln. Was ist denn das? Lackmalstift. Okay, den nehmen wir erstmal nicht. Ich wollte unbedingt den hier. Das ist ein Metallic Marker, 1,2 Millimeter. Und jetzt können wir hier einfach so ein paar Sachen reinmachen. So Striche zum Beispiel, das geht ganz easy. Da müsst ihr gar nicht viel tun, einfach so ein paar Striche ziehen. Da mache ich auch noch ganz gerne so Punkte. Der malt sich sehr gut, aber er ist halt relativ dick. Ich habe ja immer den anderen silbernen von Uniball, den zeige ich euch gleich. Den hier, ich zeige euch das nur zum Vergleich, der ist etwas dünner und malt auch, die Silber hat eine bisschen eine andere Farbe, finde ich. Also es ist zwar beides Silber, aber mir gefällt zwar irgendwie auch diese Farbe besser als die andere. Aber ist auch Geschmackssache. Da kann man jetzt einfach so ein paar Sachen hineinmachen. Das muss auch gar nicht aufwendig sein. Genau, einfach was gerade kommen möchte. Auch hier wieder einfach dem Prozess folgen. Ihr werdet dann schon merken, was ihr malen wollt. Also wie gesagt, ich glaube, wichtig ist, dass man einfach mal beginnt. Und dann kommt man eh rein. Genau. Da können wir jetzt wieder den dickeren nehmen. Kann man auch so Spiralen machen. Sieht auch ganz nett aus. Manchmal muss es gar nicht viel sein. Manchmal ist es auch so einfache Muster sind auch manchmal sehr schön. Genau. Größere Kreise vielleicht. Also nicht ganz große Kreise, aber so, wie seht ihr es ja. Probiert es einfach aus, euch wird dann schon was einfallen. Man könnte auch, was könnte man noch machen? Ich zeige es euch gleich, mir ist noch was eingefallen. Man kann zum Beispiel auch so ein Blatt hineinmalen. Das geht auch ganz leicht. Ich drehe mir das nur kurz, damit ich das besser hinkomme. Damit ich da nichts verwische, weil jetzt ist es dann noch ein bisschen nass. Also die Farbe. Dann kann man so Striche ziehen und das sieht, finde ich, auch immer ganz nett aus. Also ich liebe diese Blätter. Wer meine Videos kennt, der weiß das ja. Genau. Gut. Ich glaube, ich habe euch da jetzt schon ein bisschen Inspiration geben können. Und ich würde sagen, damit das Video nicht zu lange wird, mache ich wieder den Zeitraffer. Und ich zeige euch dann nachher, was ich gemacht habe. Kurzer Zwischenstand, so schaut es jetzt aus. Ich dachte mir, ich nehme euch noch ein bisschen in Echtzeit mit. Hier mache ich noch gerade so Striche. Und ihr seht schon, es schaut dann gleich wieder ganz anders aus. Wenn ihr euch erinnern könnt, wie es vorher ausgeschaut hat, ohne den Akzenten, Dudeleinheiten. Ja, es ist Geschmackssache. Manche finden es vielleicht auch vorher sogar schöner.
Mir macht es einfach nur im Moment so Spaß, dieses Dudeln, deswegen mache ich das auch so oft. Und ja, also wenn ich nicht weiß, was ich malen soll, dann mache ich immer sowas mit Dudeln. Man kann da so viele Formen machen und es sieht eigentlich immer sehr gut aus. Genau. Übrigens, das wollte ich noch euch zeigen, und zwar, das ist so eine Art Wurm und hier ist dann ein Krokodil irgendwie. Also, ich weiß nicht, ich konnte nicht anders als hier so Zähne reinzumalen. Aber jeder wird was anderes darin sehen und das ist ja das Schöne dran. Erst neulich hat jemand bei meiner Kunst was gesagt, so, er sieht da so einen, ich glaube, so eine Elfe oder so, und ich habe aber was ganz anderes damit gemalt, also so ein Schmetterling hatte ich da gemalt. Und, aber ja, wenn er darin eine Elfe sieht, dann bitte, ist auch gut. Also es gibt da auch in der, jeder sieht was anderes, also da gibt es auch kein Falsch oder so. Und jeder wird in der Kunst was anderes sehen und das ist auch gut so. Genau. Ist immer ganz nett, wenn man so Kreise macht, dann noch so Striche. Schaut auch ganz nett aus. Wobei mich das gerade an die Coronaviren erinnert. Naja, das sollte es eigentlich nicht darstellen, aber hat mich gerade daran erinnert. Macht nichts. Okay, ich glaube, hier mache ich noch ein paar längere Striche, aber ein bisschen versetzt. Und dann lasse ich es auch gut sein. Man kann ja ruhig auch ein paar Flächen so lassen, wie sie sind. Genau. Ich wollte eigentlich noch ein zweites Blatt malen, aber irgendwie weiß ich jetzt nicht, wohin. Okay. Ich glaube, ich lasse es so. Natürlich unterschreiben vergesse ich immer. Sophie 23. So. Ja, schaut mal, Leute. Aus wenig kann man viel machen. Also, wir haben ja vorher eigentlich nur die Sachen draufgeklatscht und dann halt noch was verschönert. Ich würde sagen, dass es so gehört. Natürlich ist das Herz jetzt verkehrt. Naja. Auch da bitte, jeder wird sich wahrscheinlich anders aufhängen. Man kann es auch so machen, aber irgendwie aus dem Grund finde ich, dass es so gehört. Weil das eben hier auch mit dem ist. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, das war schon. Also war heute ziemlich abstrakt und ich wollte euch einfach nur mal eine Anregung geben, was ihr malen könnt, wenn ihr ja nicht wisst, was ihr malen sollt. Wie gesagt, immer zuerst mal alles ein bisschen Farbe drauf. Am besten natürlich, dass es zusammenpasst. Ihr könnt euch ein paar Farben mischen und dann einfach schon loslegen und das, was ihr seht, umranden oder eben so Punkte machen, Striche machen. Es sieht dann meistens ganz nett aus und man hat dann mit wenig Arbeit eigentlich ja, was Schönes erreicht. Es macht auch Spaß, wie ich finde. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie entspannend das ist. Und ja, das ist das Bild, das fertige. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Ich freue mich immer von euch zu lesen. Ihr könnt es ruhig mal mir gerne Kommentare schreiben. Das freut mich wirklich immer sehr, sehr, sehr. Und natürlich freue ich mich auch über ein Abo und ein Like, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke fürs Zuschauen.